Ja, wir sind hier im Hotel und glücklicherweise ist es, glaube ich, gerade unbewohnt. Ich hoffe es. Und ich glaube, da vorne haben wir Stefanos Kunst, die wir Das ist also irgendwie seine Kunst? zerstören sollen Es ist oder nur ein so. Foto. Kommen wir da durch? Nee. Ich traue der ganzen Sache mal wieder überhaupt nicht, aber wir untersuchen mal das Bild. Dann wollen wir mal loslegen. Wow! Was zum Teufel? Ich bin fast ein bisschen froh, dass wir nicht mehr in der Karte sind, wo wir gerade eben waren. Andererseits ist hier wahrscheinlich auch nicht wirklich besser. Was läuft da hinten rum? Och nee, hoffentlich nicht Obscura. Dann will ich doch wieder zurück dorthin, wo wir gerade waren. Ich meine, Obscura ist eigentlich cool, aber ich kämpfe nicht gern gegen das Vieh. Oder was war das gerade? Aber ich glaube, wenn es hier so weit geht, kommt man wahrscheinlich da vorne nicht durch, oder? Ich habe keine Ahnung. Und das war 100 Pro wieder. Ich weiß ja, also das letzte Mal lief auch so ein Vieh durch und dann kam Obscura. Also es könnte sie echt sein. Gut, kommen wir hier durch? Mist. Abgeschlossen. Ah ja, okay. Ich muss einen Ja, das Schlüssel habe ich mir schon finden. gedacht. Wir hatten mal einen Schlüssel gefunden, aber der passt hier halt nicht rein. Okay. Dann gehen wir mal ganz vorsichtig weiter. Wir haben da unten eine Frequenz. Die zeigt, wir sind 410 Meter, glaube ich, davon entfernt. Also, ja, ziemlich weit. Keine Ahnung, was das für eine Frequenz ist. Und hier ist nämlich eigentlich nichts, aber zeigt halt dennoch die Entfernung an. Sehr cool. Du schon wieder. Ich mag Obscura nicht. Andererseits schon, ich finde, es ist eine sehr interessante Figur quasi, aber. Und das ist sehr interessante Kunst. Ich mag sie halt wirklich nicht. Also gegen sie zu kämpfen, das ist echt ätzend. Oh Mann, die Geräusche machen mich wahnsinnig. Ja, wer denkt sich denn sowas aus? Und was ist das für Kunst? Hallo? Oh, da vorne ist was, was wir haben, holen sollen. Ach, da ist der Schlüssel. Nur wenn wir den jetzt nehmen, passiert sicher irgendwas ganz Schreckliches. Okay, das dürfte mich näher an das Kunstwerk bringen. Ich wusste es doch, dass Mist. jetzt irgendwas passiert. Ich sollte vorbeischleichen. Irgendwo, halt, wo vorbeischleichen? Okay, Speicherpunkt erstmal, das finde ich gut. Und schleichen finde ich auch gut, weil das heißt, wir müssen nicht gegen das Ding kämpfen. Nee. Nee. Ich habe keine Ahnung, wo das. Ich weiß, wo das Viech gerade ist. Aua. Ich glaube nicht, dass wir hier noch entkommen können. Okay. Öffnen. Ja, gut, das haben wir verkackt. Okay. Ja gut, das Ding zu orten ist halt sehr schwer, finde ich. Es bewegt sich ziemlich unkontrolliert, ja, okay. Aber vielleicht nimmt es ja immer dieselbe Richtung, sag ich mal. Okay, da ist Obscura gerade. Obscura zieht ab. Oh! Obscura kommt zuerst da lang. Das wusste ich noch gar nicht. Oh, da ist Obscura gerade. Ich hoffe, ihr guckt nicht um die Ecke.
Also, wo läuft die denn lang? So ein hässliches Vieh, wie können wir das da weglocken? Ich bin hier nicht. Siehst du ganz falsch? Hier ist niemand. Niemand, wirklich nicht. Die sucht uns wahrscheinlich nur für ein schönes Kunstwerk. Die will sicher nur ein Foto von uns machen. Die ist bestimmt ganz freundlich. Einmal lächeln, bitte. Okay. Oh. Geschafft. Puh. Hoffentlich okay. Das erstmal mit diesen Dingern. Dingern? Es gibt mehrere davon. Oh nee, bitte nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob es das wirklich war, aber zwei Versuche, oder einen zweiten Versuch geschafft, das ist doch ganz okay, würde ich sagen. Da ist es ja. Ja. Was passiert jetzt genau? Das sieht aus wie so ein. Wie so eine Alarmanlage, wo man dann nicht irgendwie rein darf oder so. Und was die da auslöst, wenn man dann irgendwie falsch geht. Das ist erstmal Maria Crane. Mhm. Ich habe keinen Plan, was. Ich weiß überhaupt nicht, was wir hier tun sollen. Vielleicht wirklich diesen Dingern hier ausweichen. Aua! Verdammt. Ja, sollen wir. Aber das hat gerade... Ah, Mist. Blöd, dass ich da gerade in eins reingelaufen bin. Aber gut, vielleicht können wir nachher irgendwo einen Kaffee trinken. Hoffentlich hatten sie recht mit dem Zerstören. Los geht's. Wow, okay. Na gut, das Bild ist weg. Dieses Freaks zu zerstören war Balsam für die Seele. So, jetzt fehlt nur noch eins. Okay. Puh, ich dachte schon, dass hier gleich auch noch irgendwie so eine Zombie-Apokalypse kommt. Wobei, was nicht ist, kann ja noch kommen. Hallo? Gut, es kommt niemand die Treppe hoch. Das finde ich erstmal beruhigend. Und es speichert, das finde ich auch... Ja gut, wir hatten schon darüber geredet, dass Speicherpunkte meist eher ein schlechtes Zeichen sind, aber an sich erstmal gut. Unser aktueller Status, ja, wurde gespeichert. Allerdings haben wir ein bisschen Leben verloren, sehr schade. Und ich bin mal wieder zu knausrig, da jetzt irgendwie eine Spritze zu verwenden. Da möchte ich lieber später wieder einen Kaffee trinken. Wir müssen ja sparen. Okay. Erstmal wieder rausgehen. So. Ah, jetzt läuft es auch rum. Okay, da vorne lief. Vorher lief es nämlich nicht rum. Das hat mich etwas verwirrt. Also wir gucken so ungefähr, wo es lang geht. Okay, nach hinten. Gut, dass wir da schon waren. Weil jetzt wäre es eher schlechter, lang zu gehen. So. Oh ja, da gibt es noch Dinge zum Sammeln. Nur eventuell sind wir jetzt in der Falle. Ab ins Gebüsch. Oh, da läuft sie. Okay. Die patrouilliert jetzt quasi dort. Das heißt eigentlich, dass wir hinten rum können, oder? Wenn sie jetzt wieder da lang geht.
heißt es doch eigentlich, dass wir jetzt hier lang können. Hier lang. Hier war sonst nichts mehr, oder? Da kann man nicht durch. Nein. Und... Hallo. Schleichen. Okay, ich glaube, da sind wir durchgekommen. Und hier sollte ja eigentlich frei sein mittlerweile. Und was ist dieses Ding da oben eigentlich? Ist es, ja okay, das ist dieses Auge, aber keine Ahnung, wie wir da was gegen machen können. Das guckt aber auch nicht zu uns, sondern ich glaube zum Theater. Okay, also wir haben eins von denen zerstört. Wir haben noch eine zweite, die ist dort in die Richtung. Da müssen wir hier aber, sind wir hier erstmal falsch. Wir müssen jetzt außenrum. Die Sache ist, da kommen erstmal wieder die Zombies. Gut, versuchen wir lang zu schleichen. Ich würde nämlich auch gerne erstmal nochmal zum Unterschlupf zurück. Und so ein bisschen, ja, erstmal Kaffee trinken, leveln können wir können unsere Pistole verbessern. Also wir haben da einige Dinge, die wir machen sollten. Da vorne liegt etwas oben drauf, auf der Kiste da vorne. Sehr schwer, dort lang zu schleichen. Aber den hätte man da jetzt... Ah, wo, ah, es ist... Die sehen sich wieder mal alle gegenseitig. Ja, jetzt hätte man gehen können. Ja, da hätte man es vielleicht wagen können. Da ist zumindest niemand. Ich würde vielleicht versuchen, einen tatsächlich mal auszuschalten. Es könnte funktionieren. Okay, ja, warten wir einfach mal, bis sich der da vorne, glaube ich, der müsste sich uns theoretisch nähern. Ja, genau. Hier sieht uns glücklicherweise noch nicht. Nur die da dreht gleich um. Ja, die guckt jetzt hierher. Ah, verdammt. Nee, das klappt nicht. Da gehe ich lieber ganz schnell mal. Den Getränkautomat müssten wir eigentlich schon haben. Ich teste trotzdem nochmal ganz kurz. Ja, den haben wir schon. So, da vorne lag aber irgendwo noch was auf der Kiste. Wir können da auch noch den Müll durchsuchen. So, ich hoffe, uns sieht ja niemand. Ah, die läuft jetzt da vorne rum. 10 Waffenteile. Ah ja. So, es könnte aber nur die Lampe gewesen sein, was wir da gesehen haben. Weil hier ist es, glaube ich, doch nichts. Okay. Und irgendwo war hier auch nochmal die mit der Kettensäge. Aber hier sieht es erstmal halbwegs friedlich aus. Ich glaube, wir kommen zum Unterschlupf gut zurück. So, okay. Na, wenigstens das hätten wir schon mal. Zurück im Unterschlupf. Okay. Dann machen wir mal einen neuen Speicherstand, würde ich sagen. Und zwar, ja, wir nutzen mal Speicherplatz 10 tatsächlich. So. Mhm. So, gut. Dann, mit dem Rechner kommen wir nur zurück ins Mark. Das wollen wir sicher nicht. Wir trinken jetzt erstmal einen Kaffee. Und dann gehen wir gleich nochmal rüber durch den Spiegel. Ja, so, lecker Kaffee. Und dort können wir dann nämlich einerseits erstmal unsere Pistole upgraden und dann natürlich noch leveln. Ja, ich würde vielleicht sogar ein bisschen auf Ausdauer gehen, das hat man bisher gar nicht gemacht, aber ist manchmal doch sehr praktisch, muss man sagen. Weil das halt auch helfen kann,
bei den, zum Beispiel bei den älteren Damen, die Schleichangriffe zu machen, dann wegzurennen und dann nochmal einen Schleichangriff. Da ist Ausdauer durchaus praktisch. So, Herstellung erst einmal. Ein Harpunbolzen wollen wir auf jeden Fall. Dann. Hier, die sind halt sehr günstig eigentlich. Ich mach mal einen Schockbolzen und einen Explosionsbolzen. Und dann nochmal zwei Munition. Dann Waffenverbesserung, genau. Die Pistole. Na, nicht die Magazingröße, Hilfe. Die Feuerkraft auf 200%. Jawoll. Jetzt haben wir richtig ordentlich Feuerkraft. Den Rest kann man eigentlich erstmal lassen. Stört mich eigentlich alles nicht. Also Magazingröße, ja, also weiß ich jetzt nicht. Finde ich jetzt nicht so hilfreich, die Magazingröße zu erhöhen. Okay. Dann gehen wir mal auf den Stuhl. Wir haben nämlich 10.000 Gel. Damit lässt sich sicher was anfangen. Sie können so einfach nicht ohne mich. Ja, natürlich. Ohne die Tatjana können wir gar nicht. Das ist auf jeden Fall richtig. Leichenschränke. Haben wir, glaube ich, keinen Schlüssel. Nee. Und da, das können wir, glaube ich, auch immer noch nicht aufsammeln. Ja, okay. Ich bin da eh zu geizig für die Medikits. Okay, Skill. Was haben wir denn da? Kampflist. Auch Kampf sind wir eigentlich mittlerweile fertig, würde ich sagen. Das kostet auf jeden Fall zu viel. Das könnte man noch machen. Und Kugelhagel. Okay, das wäre auch noch interessant. Ne, Kugelhagel. Aber ja, lassen wir erstmal. Dann, wie gesagt, Athletik würde ich gerne noch ein bisschen machen. Ausdauer anzeigen, Regeneration beschleunigen und Ausdauer erhöhen. Beides sinnvoll. Gesundheit sollten wir aber auch mal noch erhöhen. Ja. Das könnten wir zum Beispiel erstmal noch machen. Haben wir erstmal mehr Gesundheit. Hier, 12.000 kostet es, okay. Bei Athletik können wir dann vielleicht auch noch was machen. Na, 3.000, 4.000, okay, nee, da geht dann nichts mehr. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir Athletik auch noch verbessern können. Aber haben wir erst einmal ordentlich mehr Leben. Auch das sollte durchaus nützlich sein. So. Okay. Schade, Kätzchen hat gerade kein grünes Gel für uns. Ich schau mal noch hier rein. Ich glaube zwar nicht, dass es hier irgendwas Neues gibt, aber wir gucken trotzdem mal durch. Nee, da blinkt mich jetzt nichts an, also nee. Na gut, okay. Dann gehen wir mal zurück. So. Aber ich glaube, diese Folge würde ich nicht nochmal was, nochmal rausgehen, was Neues anfangen. War jetzt zwar nicht allzu lang, aber ich denke, wir können trotzdem mal einen Cut setzen. Vielleicht wird der nächste ja dafür länger. Ist ja immer so ein bisschen unterschiedlich, wie lang die Folgen sind. Ah ja, und hier sieht man, wie weit die Kaffeemaschine, wie lange die noch braucht. Okay, also wie viele Striche da sind. Wenn die alle Striche da sind, dann kann man wieder einen Kaffee trinken. Okay, ja, genau. Dann wäre ich hier erstmal fertig für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche dir wie immer einen schönen Tag. Und ja, bis zum nächsten Part. Würde mich freuen, wenn du dabei bist. Und bis dahin, ciao.